Hallo und herzlich willkommen zu meinem weiteren Video. Ich habe endlich mal wieder Zeit gefunden, ein kleines, ja, sage ich mal, ein Update-Video zu machen. Ich hatte ja Probleme mit der Pumpe, die war extrem laut. Da haben auch ganz viele in die Kommentare geschrieben, dass die übelst laut ist und ja, dass es halt nicht normal ist. Ja, die Pumpe war, glaube ich, defekt. Die war auch wirklich extrem laut. Jetzt neue Pumpe, neues Glück. Und ja, die Durchflussanzeige ist auch nicht so schnell wie vorher. Ich denke mal, man hört den Unterschied zu vorher. Also, wenn ihr das alte Video anschaut, es ist echt extrem. Und natürlich, was ich noch festgestellt habe, dass das Geräuschpegel überträgt sich oder die Vibrationen auch auf das Gehäuse. Deswegen wird das etwas ja, lauter, sage ich mal. Wenn man zum Beispiel hier, allein da hört man schon den Unterschied. Ich denke mal, dass durch die Schrauben sich die Vibrationen auf das Gehäuse übertragen und dann wird es lauter. Aber ich denke mal, wenn man das Gehäuse komplett zumacht, also wenn man die Glasfront montiert und den Deckel montiert, dann hört man das sowieso höchstwahrscheinlich nicht mehr so arg. Ich werde das jetzt noch ein bisschen laufen lassen. Also das ist jetzt momentan nur destilliertes Wasser. Ich will das nochmal durchspülen lassen, weil bei mir war ja, ja die Kühlflüssigkeit blau geworden. Und das Blau wird wahrscheinlich durch die Verschmutzung oder ja, durch die Produktionsreste von dem Kühler oder allgemein halt solche Sachen. Und die habe ich nicht wirklich vorher gespült, weil ich, wie gesagt, das war mein allererstes Projekt. Und wenn man halt da nicht so Ahnung hat, sage ich mal, dann machen wir halt auch gewisse Fehler. Aber zum Glück kann man das hier alles beheben. Die Durchflussanzeige weiß ich nicht, die lasse ich wahrscheinlich, die ist zwar langsam, aber ist egal. Ich finde die einfach cool. Ja, und wie gesagt, das hört man den Unterschied, wenn man das anpresst oder anpressen tut, an das verändert sich halt Geräuschpegel oder ja, die Lautstärke von der Pumpe. Bei der muss man auch ziemlich aufpassen, wenn man mit den zwei Schrauben hier zu fest macht, dann wird die extrem laut. Das habe ich auch dann, glaube ich, irgendwo in der Anleitung gelesen, die ich mal auf ja, ewiger Suche im Internet mal gefunden hatte. Und da stand, dass man die nicht zu fest schrauben soll, weil dann wird die Pumpe zu laut auch durch ja, zu festes Festdrehen am Plexiglasgehäuse. Okay, so viel dazu. Dann habe ich noch die Rückwand geändert. Drehe mal kurz das Gehäuse und schalte wieder ein. So sieht die Rückwand aus mit den zwei Fenstern, die ich ja mal ursprünglich ja, mal vor langer Zeit mal gemacht habe. Kann man aber wie gesagt nicht zum Fertigmachen von dem Gehäuse. Jetzt habe ich diese Aufnahme für die Festplatten hier mal ausgespart, damit es auch hier, wie man sehen kann, hier das, die 2 mm von dem Fenster, das passt dann ganz genau dahin. Ich kann das jetzt nicht so genau hinheben mit einer Hand, weil ja, das ist halt so jetzt. Aber ich denke mal, wenn ich das Teil wieder zusammenbauen werde, komplett mit Festplatten alles, dann zeige ich das nochmal genauer. Aber wie gesagt, das war jetzt der momentane Fortschritt, für den ich die Zeit endlich mal gefunden hatte, was zu machen, wie gesagt. Und ja, das mit der Pumpe überlege ich mir noch, was eventuell, dass ich da, ja, wie ich die am besten befestige oder entkopple halt vom Gehäuse, muss ich mir echt mal Gedanken darüber machen. Dann, wie gesagt, beim nächsten Video, wenn ich das Teil komplett zusammenbaue, werde ich dann auch
die ja, neue Variante von der Entkopplung, sage ich mal, die ich mir ausgedacht habe, vorstellen oder euch zeigen. Okay, so viel jetzt zu diesem Parfümsystem S.2 Gehäuse. Mein allererstes Wasserkühlungsprojekt nur von einer CPU. Die Grafikkarte bleibt so wie die ist, die wird nicht wassergekühlt. Wie gesagt, erstes Projekt. Aber ich werde demnächst wahrscheinlich noch ein etwas größeres Projekt starten. Werde auch natürlich da die Videos dann mal wieder schön hochladen. Und da wird auch die Grafikkarte gekühlt werden, wassergekühlt werden, ja. Und nicht nur die CPU. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke euch fürs Zuschauen, wie immer. Und danke auch für die Kommentare, für die Vorschläge, die ich zu diesem Projekt bekommen habe. Sehr nett von euch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, macht's gut.